In der ganzen Welt, von New York bis Tokio, werden Norbert Brunner und seine Kunst geachtet und geschätzt. Präzision ist sein zweiter Vorname. Kreativität ist sein Lebenselixier. 16 Monate Konzeption und Vorarbeit, 120 Stunden Aufbau, 19.873 Kristalle, präzise angeordnet, stecken in einem seiner berühmtesten Werke. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Bitte begrüßen Sie den Objekt- und Installationskünstler Norbert Brunner. So, hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gut ist nicht gut genug oder der Weg zu dem Besten. Das ist das Thema dieser Vortragsreihe hier in Gmunden. Und ich frage mich, wer sind jetzt die innovativsten, schnellsten, reichsten und besten? Gibst du schon ein gutes Gefühl, dass ich jetzt diese Vortragsreihe hier eröffnen darf? Aber frage mich gleichzeitig, bin ich jetzt gut genug oder schon auf dem Weg zu dem Besten? Beantworte diese Frage jetzt hier nicht, sondern freue mich, dass Sie hier sind, hierher gekommen sind und bedanke mich, dass ich überhaupt hier sein darf. Mein Name ist Norbert Brunner, bin Objekt- und Installationskünstler. Was ist das überhaupt? Die Begriffe kommen eigentlich aus der Bildhauerei. Sie kennen vielleicht die klassischen Begriffe wie zum Beispiel die Skulptur. Es ist ein Prozess, wo ich Material wegnehme, wie bei, zum Beispiel bei Holz, Stein oder die Plastik. Da baue ich was auf, da modelliere ich was, da gieße ich was ab und so entstehen zum Beispiel Bronzen. Im 20. Jahrhundert hat sich dieser ganze Kunstbegriff etwas erweitert. Es kamen neue Materialien dazu und in Kombination mit den neuen Medien, wie zum Beispiel Fotografie, Video, haben sich diese Begriffe entwickelt. Sehen Sie die Dinge einfach mal ein bisschen anders. Impressionismus, Kubismus, Postmoderne, all diese innovativen Entwicklungen in der Kunst haben sich entwickelt durch eine neue Vorstellung. Eine neue Vorstellung auf die Welt. Es haben sich nicht verändert, der Pinsel, die Leinwand, Holz oder Stein, sondern die Sicht der Dinge, wie Künstler die Welt wahrgenommen haben. Im Hintergrund sehen Sie Bilder projiziert, das sind ausgesuchte Objekte und Installationen von mir, nicht chronologisch. Es soll Ihnen einfach nur ein bisschen eine Idee geben, was ich so in den letzten 10 Jahren so gearbeitet habe. Diese wilde Auswahl habe ich bewusst gewählt, weil ich wollte Ihnen nicht anhand von einem Projekt zeigen, wie ich wo was gemacht habe, sondern eigentlich ein bisschen was erzählen, was ich bewirken möchte. Und was möchte ich eigentlich mit meinen Objekten und Installationen bewirken? Ich möchte einen energetischen, nachhaltigen Effekt erreichen, nämlich die Auseinandersetzung mit sich selber. Ich bin ja auch nicht als Künstler geboren, sondern eher das, was es ausgemacht hat, war der Weg dorthin. Mit 15 habe ich mit voller Begeisterung eine Möbeltischlerlehre in Vorarlberg begonnen. In dieser Lehre, während dieser Zeit, habe ich das Kerbschnitzen für mich entdeckt und es hat einen mega Spaß gemacht. Irgendwann kam mal mein Lehrherr auf mich zu und sagt, Norbert, willst du das nicht ein bisschen weiter powern, pushen, so in Richtung Skulptur, Bildhauerei, Bildhauerschule? Und ich hatte keine Ahnung, von was er redet. Dann hat er mir das ein bisschen erklärt. Ich sofort in so eine Bildhauerschule ins Lechtal, habe mir das angeschaut und war begeistert. Somit war ich die nächsten 3 Jahre Vollgas drinnen, mich auseinanderzusetzen und gearbeitet in Stein, Holz, Metall, modelliert, abgegossen, gezeichnet, gemalt und war mit Begriffen konfrontiert plötzlich wie Spannung, Proportion und auch so alles, was so mit Kunst zu tun hatte. Das hat mir aber geholfen, für mich eine eigene Formensprache zu entwickeln.
Nichtsdestotrotz haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich mich ein bisschen damit mit dem Handwerk auseinandergesetzt, mit dem Kunsthandwerk. Haben wir gedacht, jetzt möchte ich ein bisschen einen Schritt weitergehen. Bin nach Wien gefahren und habe mich dort auf der Hochschule für angewandte Kunst, heute Universität für angewandte Kunst, für die Bildhauerei-Klasse beworben. Jetzt war ich zum ersten Mal mit der Kunst konfrontiert und auch mit deren Philosophie. Und die hat mir wiederum selber die Frage provoziert, was will ich sagen? Dann kam wirklich die härteste Arbeit auf mich zu, nämlich die Auseinandersetzung mit mir selbst. Das hat einmal die Voraussetzung gehabt, dass ich mal der Großteil von dem alles vergessen konnte, was ich bisher gelernt habe. Es war dann nachher auch so, dass ich eben offen sein musste für das Abenteuerleben und auch für alles, was da auf mich reinprasselt und auf mich zukommt. Und sehr schnell habe ich für mich mal bemerkt, dass ich nicht belehren oder etwas aufzwängen will, sondern etwas bewusst machen. Jetzt haben wir viele Reisen so nach Asien, durch Europa, in die USA und auch erst nach Australien geholfen, dazu einfach klar zu werden, dass wir einfach anders sind. Und das hat mich inspiriert. Und das war für mich auch eine Schönheit, dieses anders zu sein. Denn ich denke, wir haben immer noch ein bisschen ein Problem, das zu erkennen und zu akzeptieren. Und wir sind zu sehr mit diesem Bewerten und Vergleichen konfrontiert, weil das bringt uns von uns selber ein bisschen weg. Deswegen, jetzt hänge ich kurz, einen Moment. Deswegen, ja, genau. Erinnern Sie sich bitte an meine Einstiegsfrage. Wer sind jetzt die Besten oder was ist das Beste? Ich glaube immer noch, dass das Bewerten und Vergleichen eigentlich uns eher mehr verzogen und verbildet hat. Ich habe ja deswegen mich nachher mit Techniken, ich wollte eben deswegen Objekte und Installationen erschaffen, die sich genau mit diesen Problemen auseinandersetzen. Ich habe mir mit Techniken entwickelt, wo man Bildsujets oder Texte, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, ein Modell von einer Arbeit, die was dann nachher von mir aus größer gemacht wird, so ungefähr 2 Meter. Man kann nur von einem bestimmten Standpunkt dieses Sujet genau erkennen. Wenn Sie als Betrachter Ihren Standpunkt verändern, löst es sich eigentlich in ein abstraktes Punktegewirr auf und somit auch natürlich deren Inhalt. Und Sie sind jetzt damit konfrontiert, mit diesem abstrakten Punktegewirr oder mit diesem Zustand persönlich umzugehen, weil jetzt sind Sie einfach mit sich selber konfrontiert. Ich schaue da gibt es noch ein... Hier ist noch ein Text, sollte man da lesen können, ja, lass das einmal so. Ab 1992 habe ich diese Techniken weiterentwickelt und perfektioniert. 2012 hat mich Peter Marino, ein amerikanischer Architekt, dazu eingeladen, für den neuen Flagship Store von Guerlain in Paris eine 6 Meter mal 3 Meter Fotoinstallation so ungefähr mit dieser Technik umzusetzen. Jetzt war ich aber sehr schnell mit der Problematik konfrontiert, wie schaffe ich es überhaupt, diese Objekte zusammenzubauen? Denn ich brauche einen wirklich sehr reinen Raum, dieses zu verwirklichen, weil Staub und Dreck, was sehr schnell passiert, wenn ich das zusammenbaue, vermindert die Qualität und überhaupt die Lesbarkeit dieser Objekte. Ich habe dann mit einem Kollegen von mir, mit Herrn Michael Schulters, einen mobilen Reinraum entwickelt und mit dem haben wir das geschafft, dieses Problem zu lösen, umzusetzen. Jetzt kann ich diesen Reinräume weiter verwenden, um diese Techniken noch mehr weiterzuentwickeln und zu perfektionieren. Er wiederum hat das auch weiterentwickelt und sogar so weit, dass er jetzt in Zukunft diese Reinräume, diese mobilen Reinräume für mobile Operationssäle und Allergiezelte bei Katastropheneinsätze verwenden kann. Das heißt ja normalerweise, dass die Perfektion
die Innovation hemmt. In meinem Fall war es eher umgekehrt und das ist halt wiederum ein Gegensatz. Ich persönlich glaube ja, dass wir mit einem sehr komplexen Konstrukt auf die Welt kommen. Körper, Seele, Geist. Allerdings ohne Bedienungsanleitung und noch mit einer leeren Festplatte, wo relativ schnell vollgemüllt wird mit irgendwelchen Traumata und Informationen, die meistens sehr selten was mit uns zu tun haben. Vergleich so ein bisschen mit dem Internet, das ist auch ein Sammelsurium an Informationen, was alles speichert. Und wenn das mal oben ist, dann bleibt das dort. Denn es heißt ja, das Internet vergisst nichts. Wir haben diese, es braucht einmal auf jeden Fall wieder einige Jahre, bis wir das einmal bewusst werden, dass wir draufkommen, ich habe ja auch eigene Bedürfnisse, ich habe ja auch Talente, ich will die ja mal umsetzen. Und ich, für mich ist es irgendwo auch Fakt, dass wir mit unseren politischen, religiösen, gesellschaftlichen, sprachlichen und geografischen Hintergrund, selbst Venus, Mars, eine ganz andere Sicht der Dinge haben, und zwar jeder von uns. Deswegen glaube ich, eigentlich für mich gibt es da nur eine große Revolution und das ist Authentizität. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere lokalen Bedürfnisse, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch hier in Oberösterreich, mehr bewusst werden, damit wir diese offener und empathischer in einen globalen Kontext umsetzen und vergleichen können. Ich habe jetzt versucht, anhand wie von meinen Objekten meine Gedanken ein bisschen in dieser relativ kurzen Zeit auf den Punkt zu bringen. Aber wie Sie wissen, es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Und ich habe mich heute noch inspirieren lassen vor einem Spruch von der Susan und das war klasse. Better never stops. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, Sie ein bisschen angeregt zu haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Applaus